Hallo liebe Wir lieben Homburg-Freunde, wir melden uns heute aus der Gablonstraße. Da gibt es seit einem knappen Jahr eine neue Fahrschule, Berns Academy. Schon ganz schöne Autos hier vor der Tür. Farbe schwarz-gelb, passt auch zu Dortmund. Schauen wir uns mal an, oder? Schon einmal. Wir gehen mal schauen. Markus. Folgt uns. Hallo Bernd. Hallöchen. Hallo Bernd. Herzlich willkommen in unserer Fahrschule. Ja, vielen Dank. Ja, schön, dass du da bist. Wir wollten mal vorbeischauen. Du bist jetzt seit einem guten Jahr hier. Ja, ist richtig. In Homburg. Hast zwei Betriebe? Ja, eine hier und der andere Standort ist doch Wellinghofen. Okay, das ist ja schon mal eine gewisse Größe. Das heißt, du hast auch mehr Fahrlehrer? Ja, wir arbeiten hier mit 8 Fahrlehrern. Okay, das heißt, da ist eine schnelle Ausbildung auch gewährleistet. Ich kann hier zum Unterricht gehen, ich kann in Wellinghofen zum Unterricht gehen, wenn ich möchte. Genau, das heißt, man kann also kombinieren, wenn man sagt, ich habe hier Zeit, zum Beispiel in der Woche jetzt 4- oder 8-mal Unterrichte zu machen, kann ich das hier machen, in Verbindung auch mit Wellinghofen. Ne? Und also es ist schon möglich, ich sag mal, in 1,5 Wochen die Unterrichte komplett durchzukriegen. Okay. Und ansonsten eben der ganz normale Ablauf eben 4-mal hier und 4-mal in Wellinghofen. Also da bin ich auch ganz frei, wenn mir das zeitlich gerade mal hier nicht passt, dann gehe ich halt nach Wellinghofen. Richtig, genau. Ganz genau. Und wenn mir der Fahrlehrer gerade nicht passt, dann hast du einen anderen für mich. Definitiv, ja. Also bei 8 gibt es ja so Fälle. Manchmal. Genau, da kann man einfach sagen, ja, nee, das passt jetzt einfach nicht. Ich möchte jetzt einen anderen Fahrlehrer haben, ist auch keiner böse drum. Das muss einfach passen zwischen Fahrlehrer und Schüler eben. Und deshalb können wir da also wirklich gut variieren. Das ist schön. Also bin ich nicht auf meinen privaten, inhabergeführten Fahrlehrer angewiesen, mit dem ich dann vielleicht jetzt mal menschlich ein Problem hätte? Oder nein, definitiv nicht. Okay. Da können wir aus dem Vollen schöpfen. Und das heißt, auch die praktischen Stunden kann man dann relativ schnell abarbeiten? Gibt es keine Kapazitätsprobleme oder sonst irgendwas? Kann ich morgens, mittags, abends, Wochenende, wie auch immer? Genau, aufgrund dessen haben wir das Personal auch einfach aufgestockt. Und wenn ich also sehr flexibel bin, manchmal ist es bei Schülern ja so, die haben in den Vormittagsbereichen, haben die Freistunden, dann sagen die, ach, ich möchte jetzt nicht in der Schule rumsitzen. Ja. Dann muss ich einfach Termine machen, dann nehme ich Fahrstunden. Das kann man schon im Voraus dann planen für mehrere Wochen. Und dann hat man auf jeden Fall dann auch schon den ganzen Ablauf dann drin und man kann schnell seinen Führerschein erreichen. Super, super. Seit einem Jahr hier, also freuen wir uns über die Bereicherung hier in Homburg. Alles in schwarz-gelb gehalten, passt natürlich gut, ist uns sehr sympathisch. Bist ja großer BVB-Fan, hast extra noch ein Trikot hier vom Mickey hängen sogar. Ne? Oder hat er hier seinen Führerschein gemacht? Oder? Ja, Mickey hat bei uns den Führerschein gemacht, hat das selber mit ihm auch gemacht. Ja, in der Tat. Tatsächlich. Hat sehr viel Spaß gemacht, als sehr, 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 sehr vorbildlicher Fahrschüler. Hat beide Prüfungen beim ersten Mal bestanden und ein sehr sympathischer Mensch, muss ich sagen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Also das heißt, du hast da einen gewissen Kontakt zum BVB oder der ein oder andere Spieler oder zukünftige Spieler ist hier schon mal zu sehen vielleicht? Oder ja, sowas. Wir haben schon einen Profi haben wir schon hier gehabt, haben auch aktuell welche und insofern, die sind wohl zufrieden, wir müssen gute Arbeit leisten. Ich glaube, sonst wäre es nicht der Fall. Sonst würden sie nicht wiederkommen. Steht ja auch Academy dran, dann muss es ja halt auch gut sein. Ne? Ja, das ist ja schon mal alles sehr spannend. Was gibt es sonst so Neues im Fahrschulgeschäft? Wir sind ja schon ein bisschen raus, wir kaufen uns ja bald ein E-Bike und wie lange ist es bei dir her? Sind durch mit dem Thema. Bei mir noch nicht ganz so lange. 93 habe ich Führerschein gemacht. Ich muss überlegen, ist weit weg. Ja. Ne? Man hört ja teilweise in den Medien was, Automatikführerschein wird sich demnächst was ändern. Jetzt können, ja, ich nenne es immer noch Klasse 3, viele in unserem Alter nennen es halt auch noch Klasse 3, der Pkw-Führerschein, die dürfen dann jetzt bald auch Motorrad fahren, ist doch super. Genau, das fahre ich und hole mir ein Motorrad und setze mich drauf, fahr los. Eine dicke Harley am besten. Ja, mit 125 Kubik, nur 125 Kubik Harley. Ja, das ist jetzt gerade ja, ganz brandaktuell eben, weil es jetzt eben gültig ist seit dem 1.1. dieses Jahres, dass also Führerscheininhaber Klasse B, wenn sie mindestens 5 Jahre im Besitz der Klasse B sind, sich in der Fahrschule anmelden können, machen dann 5x90 Minuten praktische Ausbildung, 4x90 Theorie. Und wenn der Fahrlehrer dann sagt, okay, du kannst mit dem Gerät umgehen, dann gibt es eine Bescheinigung der Fahrschule, damit gehe ich zur Führerscheinstelle, kann mir dort die Schlüsselzahl 196 eintragen lassen und bin da berechtigt, 125er zu fahren. Also es ist aber nicht automatisch. Ich habe nicht B und darf einfach nach 5 Jahren dann 125 Kubik fahren. Ich muss schon mal hier vorbeischauen. Genau, richtig. Ich muss aber keine Prüfung machen, habe ich das richtig verstanden? Richtig, ohne Prüfung ist ja nur eine Erweiterung der Klasse B um die 125er, sprich Schlüsselzahl 196. Da gibt es ja auch schon nette Bikes, da kann man ja mal eine Runde mit, wie schnell fahren die 125er? Dann kann man schon mal 120, 130 mitfahren. Kann man ja schon mal eine Kaffeerunde mitdrehen oder sowas. Das geht ja, definitiv. Okay. Und das machst du hier, das bietest du an, diese Ausbildung? Wir bieten hier alles an. Mhm. Also wirklich alle Führerscheine bis Bus, LKW, Pkw, Motorrad, alles. Ja. Spannend, schön. Es ist wirklich schön geworden, die Räumlichkeiten hier an der Gablonstraße. Der ein oder andere kennt es vielleicht noch als Café Böhnchen. Kaffee gibt es immer noch in der Academy Lounge. Ja. Alles. Ja, alles einen Namen hier tatsächlich. Bernd, dir erstmal herzlichen Dank für die Einladung hier. Ja, gerne. Sehr danke, interessant, schön geworden. Wer Interesse hat an einem 125er Führerschein,
vielleicht sonst mal irgendwie eine Auffrischungskurse, was es auch immer so geben mag, lange nicht gefahren, genau. Gibt es ja alles Mögliche. Ist hier also herzlich beraten. Wir helfen, wo wir können. Prima, schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Danke fürs Kommen. Bernd. Tschüss. Super bei dir. Bis die Tage. Danke. Ciao.